Am Stettiner Haff ist am Sonnabend ein Sportflugzeug verschollen, das seitdem von etlichen Rettern gesucht wird. Die Maschine war gegen 19 Uhr am Abend auf dem Flughafen Heringsdorf gestartet und sollte eigentlich eine halbe Stunde später wieder landen. Stattdessen verschwand das Flugzeug spurlos, der Flughafen hatte weder Funk- noch Radarkontakt zu dem Flugzeug. Etliche Retter suchten die ganze Nacht über nach der Maschine, auch Seenotrettungskreuzer und ein Hubschrauber der Bundeswehr waren im Einsatz. Wir hatten im Bereich südliche Stettiner Haff zusammen mit der Feuerwehr des Seebads Ueckermünde 110 Einsatzkräfte in verschiedenen Orten zur Suche eingesetzt. Die Kräfte waren vorwiegend im Uferbereich zur Suche nach dem Flugzeug unterwegs. Die Sicht auf dem Haff war dementsprechend sehr schlecht. Bei Witterungen um die 5-6 Grad und Sprühregen war die Sicht quasi null.